hey Leute, heute bin ich mal wieder zurück hier aus meinem Käferzimmer. Habe endlich mal Zeit gefunden, wieder ein Video zu machen. Und habe jetzt hier entdeckt, dass sich hier ein Käfer verpuppt hat. Ja, genau. Mekinorina torquata ugandensis ist es nicht. Es ist Mekinorina polyphemus confluens. Ja, wir gucken mal rein. Ich denke, es ist ein Weibchen. Ich dachte, ich hätte das schon gesehen. Wir wollen mal schauen. Also ich halte die Tiere hier, die Larven, in so 500 Milliliter Dosen. Ja, in Flake Soil. Und das klappt wunderbar. Sehen wir hier mal den Kokon. Hat das Tier direkt an die Behälterwand gebaut. So, mal sehen, was am Ende hier überbleibt von der ganzen Erde. Was dann definitiv der Kokon ist. Das ist das hier. So. Ja. Jo. Ist nicht das größte Tier. Aber für ein Weibchen dieser Art, denke ich mal, dürfte das schon auslangen. Gucken jetzt mal hier rein und sehen, wie das Tier auf der Seite liegen. Bock. Hier ist noch die alte Puppenhaut, die das Tier jetzt hier abgeworfen hat. Ja, und hier, hoppala, die Dame. Ist schon sehr agil, ne? Mekinorina polyphemus confluens. Schön hier auch mit den Punkten auf den Elytren. Und auch hier die Weißzeichnung an der Seite, deutliches Zeichen. Ja. Guckt euch mal hier oben das Pronotum an. Schöner glänzender Schein hier, ne? Woher wissen wir nun, dass es ein Weibchen ist? Ganz klar hier vorne. Der Kopf ist wie eine Schaufel ausgelegt. Ja. Beim Männchen haben wir dort Hörner. Und ja, ein sehr schönes Tier, muss ich sagen. Stellt auch schon hier die Fühler auf. Ist also auch schon fast aktiv. Hoppala, komm mal her, du. Ja, sehr flott unterwegs hier schon. Die gutste Dame. Ja, Mekinorina polyphemus confluens. Auch eine afrikanische Käferart. Leicht in der Zucht. Ja, geben auch sehr viel Nachwuchs. Ja, also da sollte es keine Probleme geben mit der Nachzucht. Ja. Sehr schönes Tier. Kannst du ja mal von unten anschauen, wenn das irgend möglich ist. Das ist auch schön grün glänzend hier, ne? Auf der Bauchseite. Ja, die Art wollte ich euch jetzt noch mal zeigen. Also wie gesagt, gerade für Anfänger sehr gut geeignet. Ja, erreichen auch ordentliche Größen. Ja. Und wie gesagt, relativ einfach in der Zucht. Haben immer diesen grünlichen Schimmer. Immer gut zu erkennen, hier hinten die weißen Punkte und die weißen Streifen an der Seite. Ja, sehr schönes Tier. Ist jetzt kein Riese. Ich tippe mal so um die 45 mm, 50 mm, 45 eher. Ja. Schön, jetzt warten wir noch auf ein Männchen und dann kann es weitergehen mit der Nachzucht. Genau, bis später, tschüss.